Hallo, ihr lieben Horrorgruselfreunde da draußen und herzlich willkommen hier zurück zu einer neuen Folge von The Evil Within. Und wir sind jetzt in einem Wald hier gestartet. Nachdem wir also aus der Anstalt entkommen sind, sind wir mit dem Rettungswagen geflüchtet, sind irgendwo abgestürzt, hatten dann einen ganz grässlichen Traum und sind jetzt hier in diesem Wald und haben uns auch schon hier erstmal vorgekämpft bis zu diesem Kadaver hier. Und der sieht echt eklig aus. Sind das Gedärme da, die da rausfließen? Ich weiß es nicht, aber es sieht auf jeden Fall abartig aus. Also die Entwickler haben bei keiner Ecke gespart, muss ich ganz ehrlich sagen. So, jetzt schaue ich mir ein bisschen um. Jetzt müssen wir erstmal irgendwie aus dem Wald hier rausfinden und meine Freundin hat mir gesagt, ich muss immer dem Licht folgen. Und da hinten sehe ich Licht, also gehen wir auch mal irgendwie da in die Richtung. Oder so, wir folgen einfach mal dem Licht, wir schleichen auch mal. Ich weiß ja nicht, wie laut unsere Schritte hier in dem Wald sind. Immer dem Licht folgen. Ich dachte zuerst der Blutspur, aber die Frage ist, kann diese Blutspur von unserem Rettungswagen bis zu diesem Kadaver dieser Kadaver sein? Dann stelle ich mir aber die Frage, wer hat diesen Kadaver da hingezogen? Ich glaube, die Krähen schaffen sowas nicht. So, wir gehen jetzt einfach mal dem Licht entlang. Und da scheint auch irgendwas zu brennen. Da hinten ist auch nochmal Feuer. Scheiße, was ist denn das da unten? Hey! Oh, der frisst doch da was, Alter. Da müssen wir jetzt echt hin. Oh, wir können ihn schon direkt erschießen. Carmelie. Oh. Okay, Alter. Wie ziehen wir denn das so? Auf den Kopf. Was? Der stirbt nicht. Alter. Mein Gott, Connelly. Ah, wir haben schon so viel Munition verbraucht. So ein Scheiß, ey. Aber nach 3 Schüssen in den Kopf, Alter. Also ich kenne das so aus Zombie-Dingern, dass die dann irgendwie abnippeln oder so nach 3. Oh, guck mal, wir können hier... Komm mit uns! So, jetzt haben wir natürlich... Was haben wir hier unten? Ein Handy? Wer ist das? Wir wissen es nicht. Wir haben auf jeden Fall nur noch eine Kugel. Das ist auch toll. So, hier haben wir wieder unsere Lampe. Oh, schön ein paar Bonuspunkte hier. Okay. Ja toll, nachladen können wir auch nicht. Wir haben zu viel Schuss verbraucht. Das ist echt scheiße. Wir haben nur eine Kugel jetzt. Das ist echt jetzt ein bisschen doof. Wo ist denn unsere... Ist die kaputt gegangen? Wir können hier mal im Menü schauen. So, Magazin 1, Reserve 0. Toll. Das ist schon mal gute Voraussetzung. Sehr gute Voraussetzung, um hier in diesem Spiel zu starten. Mit einer Kugel nur. Ach so. Okay, alles klar.
Ah, wir haben die doch noch, ich dachte schon. Oh nein. Ist das das, was ich denke? Müssen wir jetzt leiser sein? Müssen wir da vorbei? Die Frage ist, was wir jetzt machen müssen, wenn wir nur einen Schuss haben. Scheiße. Tut weh! Tut weh! Ach, der ist das. Wolltest du mich gerade warnen? Du bist Leslie, oder? Ich bin Polizist. Kann ich dir helfen? Dir helfen? Scheiße. Wie bringe ich dich denn nur ins Krankenhaus? Krankenhaus! 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 Verdammt nochmal. Leertaste halten zum Entschärfen. Fallenteile erhalten. Fallenteile werden benötigt, um Bolzen für die Qualenarmbrust herzustellen. Geil. Sie werden im Inventar verwendet. Okay. Können wir da jetzt durch? Die Frage ist halt nur, dürfen wir laufen? Müssen wir schleichen? Da geht's raus. Ich habe schon 5 Kugeln verschwendet. Krass. Okay. Schauen wir uns da mal hier um. Die Frage ist, wo ist der hingegangen? Streichhölzer benutzen. Näher dich einer bodenliegenden Gegner und drücke C, um ihn zu verbrennen und vernichten. Dieses verbraucht ein Streichholz. Okay. Ach, hier haben wir Streichhölzer. Okay, ist natürlich eine gute Möglichkeit. Lecker. Ist quasi so ein kleines Tutorial. Und hier ist Flüssigkeit. Das ist gut. Die nehmen wir uns natürlich. Und da hinten brennt schon wieder Licht in dieser Hütte. Alter, und diese Raben, ne? Oh, ich will da nicht rein, Freunde. Was könnte da wohl drin sein? Huch, die schon wieder. Okay, da haben wir schon wieder einen Bonuspunkt. Da unten liegt irgendwas am Boden. Ein Schuh oder so. Tagebuch von Sebastian Costellanus. Ich muss mir diesen Namen erstmal merken. November 2004. Endlich habe ich mein Goldabzeichen. Detective Sebastian Costellanus. Das klingt gut. Hat eine halbe Ewigkeit gedauert, aber sie sagen, dass mein Aufstieg einer der schnellsten jemals war. Kann's kaum erwarten. Als Detective kann ich mehr Gutes bewirken, als es mir als Streifenkopf je möglich war. Außerdem muss ich auch nicht mehr diese bescheuerte Uniform tragen. Und zu der Gehaltserhöhung sag ich mal auch nicht nein. Das KCPD kann jeden Mann gebrauchen. Die Zahl der Verbrechen ist in letzter Zeit unverhältnismäßig gestiegen.
Crimson City ist mein Zuhause und es ist mein... Alter. Oh ne, nicht schon wieder, oder? Schon wieder hier. Ich verliere den Verstand. Oh ja. Ja toll, jetzt sind wir wieder in diesem Café. Jetzt hätte das nicht gereicht. Aber wir haben die Laterne. Aber Türen können wir immer noch nicht öffnen. Ich frage mich, was hier der böse Traum ist. Geht es Ihnen nicht gut? Alter, die schon wieder. Aha, sehr interessant. Kann man jetzt hier rein? Nee, immer noch nicht. Soll ich da jetzt schon wieder drauf? Okay, hier kann man sich updaten. Alles klar. Cool. So, wir haben alles auf Stufe 1. Fitness, Lebensenergie 100. Stärke das Maximum. Ach, und diese Punkte, die wir sammeln, damit können wir uns quasi upgraden. Geil. Was haben wir denn hier für die Waffe? Nachladegeschwindigkeit, Genauigkeit, kritisch. Reserve hört sich immer cool an. Granaten, Spritzen, Streichhölzer, Kaliber. Das brauchen wir. 1000 Punkte. Boah, ist natürlich schon extrem. 1000 Punkte ist natürlich schon... Spritzen natürlich auch nicht immer schlecht, aber kostet natürlich auch voll viel. Okay, Nachladegeschwindigkeit, Magazinkapazität. Das hört sich schon besser an. Aber bringt das natürlich erstmal nicht viel, das heißt wir gehen erstmal auf Fitness. Spritzenwirkung. 2000 Punkte für den Nahkampfschaden. Okay, maximale Sprintdauer, Lebensanzeige. Können wir gar nicht machen. Auch 2000 Punkte. Also bei Fitness überhaupt nichts. Benötigt 500 Punkte Nachladegeschwindigkeit. Magazinkapazität. Genauigkeit könnte natürlich besser sein. Erhöht die Wahrscheinlichkeit eines sofortigen Todes von Gegnern durch einen Kopfschuss. Das ist natürlich viel besser. Ich glaube, das nehmen wir auch mal. Okay, jetzt kriegen wir das reingespritzt, oder was? Krasse Sache. Und jetzt? Wir können ja nirgends rein, ne? Müssen wir speichern wahrscheinlich wieder, wa? Ja, komm. Ja, natürlich wollen wir den überschreiben. So, haben wir das gemacht. Und jetzt kann ich wieder zurück. Kann ich hier durch? Kann ich überhaupt irgendwas machen hier? Oder muss ich wieder durch den Spiegel? Ah, ich muss wieder durch den Spiegel. Geil. Das nenne ich geil. So, ganz leise mal hier rausgehen, damit uns niemand hört.
Revolver haben wir immer noch mit einem Schuss. Achso, unsere Laterne natürlich. Dürfen wir nicht vergessen. So, jetzt ist die Frage, wo müssen wir jetzt hin? Wir gehen einfach mal hier weiter runter. Da ist schon wieder so ein Häuschen. Hier ist zumindest... Oh nein. Müssen wir dem jetzt helfen? Schleichangriffe. Töte Gegner, die dich bemerken haben, blitzschnell. Okay, dann schauen wir doch mal. Okay, das war nichts mit dem Anschleichen. Ach komm her, Großer, ich hau dich. Komm her, du Wichser, du. Komm in das. Sack. Boah. Der ist aber gut, wa? Uiuiui. Boah. Alter! Haben wir keine Spritze mehr? Krasse Sache, Freunde, ey. Oh, wenig Leben, ja toll. Vielleicht doch den Kopfschuss nehmen müssen. Wäre vielleicht sinnvoller gewesen. Aber ich sehe ja sonst nichts irgendwie an Zeugs oder so. Gehen wir nochmal hier in die Hütte rein. Hallo? So, wir sorgen mal für Licht. Oh, da läuft er. Kontextabhängige Aktion. Klettere über Hindernisse und durch Fenster mit der Leertaste. Cool. Okay, wir schleichen uns mal voran. Wir haben kaum noch Leben. Irgendwie keine Waffe. Keinen Baseballschläger, den ich mir gerne wünschen würde. Oh mein Gott, da ist schon wieder irgendwas am Brennen. Was ist das für ein Eingang? Ich frage mich gerade, wo wir sind, Freunde. Nur der Wind, nur der Wind.